Du interessierst dich für die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, bist dir aber noch unsicher, ob das das Richtige für dich ist? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video möchte ich nämlich über die Aufgaben, die Anforderungen, das Gehalt und die Weiterbildungsmöglichkeiten von Fachkräften für Lagerlogistik informieren, um dir die Entscheidung zu vereinfachen. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf dem Logistikkanal, deinem Kanal für alles Wissenswerte rund um das Thema Logistik. Ich bin Horst und heute schauen wir uns mal gemeinsam den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik an. Starten wir mit den Aufgaben. So gut wie jedes Industrie-, Handels- oder Logistikunternehmen benötigt für den Geschäftsbetrieb ein Lager, in dem Waren gelagert werden. Neben der Lagerung werden darüber hinaus auch Waren verpackt, zusammengestellt und auch wieder ausgelagert. In so einem Lager kann natürlich nicht jeder, wie er lustig ist, Waren einbringen und wieder abholen. Ansonsten würde das schnell zum Chaos führen. Jede Bewegung in so einem Lager muss also in einem Programm am PC entsprechend dokumentiert werden, damit jeder nachvollziehen kann, ob sich ein bestimmtes Gut noch im Lager befindet, wenn ja, wo es steht, oder ob es bereits wieder ausgelagert wurde. Die Fachkräfte für Lagerlogistik sind diese Mitarbeiter in einem Unternehmen, die diese Lager betreiben und sicherstellen, dass dort alles reibungslos abläuft. Neben dieser Dokumentation ist der Mitarbeiter aber auch für die physische Annahme der Waren verantwortlich. Die Annahme von Waren bedeutet beispielsweise das Entladen eines LKW mittels eines Gabelstaplers oder eines Hubwagens. Bei einigen Gütern kann es auch sein, dass die Ware händisch, also ohne Hilfe, abgeladen werden muss. Fachkräfte für Lagerlogistik sollten dementsprechend körperlich belastbar sein und ein kleines oder auch mittelgroßes Workout während der Arbeitszeit zu schätzen wissen. Während der Entladung werden die Waren auf Vollzähligkeit, Richtigkeit und Unversehrtheit überprüft und mit dem Warenbegleitdokument, wie beispielsweise einem Transportschein, abgeglichen. Neben dem Einlagern gehört aber auch das sogenannte Kommissionieren und Auslagern der Ware zum Berufsbild. Kommissionieren bedeutet übrigens, eine Sendung für den Transport zusammenzustellen. Anhand von Verladelisten prüft die Fachkraft für Lagerlogistik die Anzahl der Packstücke und stellt diese für die Verladung zusammen, damit der LKW-Fahrer später nicht erst lange warten muss, ehe die Verladung beginnen kann. Alle Vorgänge, also das Einlagern, das Kommissionieren und das Auslagern, finden heutzutage übrigens fast überall mit einem sogenannten Handscanner statt. Mit diesen Scannern werden die Barcodes auf den Waren gescannt, damit das Lagerprogramm genau weiß, wann welche Sendung herein oder herausgegangen ist. Neben dem Bewegen von Waren und Sendungen innerhalb des Lagers gehört jedoch auch die Bestandskontrolle zum Tätigkeitsbereich einer Fachkraft für Lagerlogistik. Dabei wird geprüft, ob noch genügend Waren für den Geschäftsbetrieb auf Lager sind. Unterschreitet eine Ware in einem Handelsunternehmen beispielsweise die Meldegrenze, wird dies in der Regel der Einkaufsabteilung gemeldet, die wiederum neue Waren organisiert. Neben dem körperlichen Part, also der Ein- und Auslagerung der Waren, sind Fachkräfte für Lagerlogistik aber auch im kaufmännischen Bereich tätig. So werden beispielsweise Warenbegleitpapiere für den Transport oder Label erstellt, um die Sendung zu kennzeichnen. Fachkräfte für Lagerlogistik können je nach Unternehmen auch bei der Erstellung von Tourenplänen mitwirken, Kennzahlen erstellen oder mittels ihres Know-hows die Prozesse im Unternehmen, insbesondere im Lager, verbessern. Außerdem ist die Planung und Organisation gerade in einem Lager ein wichtiger Bestandteil. Niemand möchte eine Sendung von A nach B räumen, nur weil man gerade den Platz benötigt. Daher sollte eine gute Fachkraft für Lagerlogistik ein Konzept erarbeiten, wenn besondere Güter über eine längere Zeit eingelagert werden. Wie man sehen kann, können die Aufgaben der Fachkraft für Lagerlogistik vielfältig sein. Dies schwankt jedoch von Betrieb zu Betrieb sehr stark. In einem großen Online-Handelskonzern wird man vermutlich einen Großteil der Arbeitszeit mit dem sogenannten Picken beschäftigt sein, also mit dem Heraussuchen und Kommissionieren von Client-Sendungen. In einem mittelständischen Logistikunternehmen hingegen könnte eine Fachkraft für Lagerlogistik beispielsweise sogar über 50% seiner Arbeitszeit in einem Büro verbringen, da er vielleicht Schichtpläne oder Versanddokumente erstellen muss oder sonstige Geschäftsabläufe organisiert. Alles in allem kann man also sagen, dass der Fachkraft für Lagerlogistik nur selten langweilig wird. Schauen wir uns als nächstes mal die Voraussetzungen für die dreijährige Ausbildung an.
Dazu muss gesagt werden, dass die meisten Unternehmen für die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik eine gute mittlere Reife verlangen, also die Fachoberschulreife. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die Fachkräfte für Lagerlogistik ab einem guten Hauptschulabschluss ausbilden. Ich selbst habe da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Als persönliche Voraussetzung für diesen Beruf schadet sicherlich eine entsprechende körperliche Fitness nicht, sowie eine gute Portion Sorgfalt und Genauigkeit. Und auch wenn es manchmal lästig erscheint, 100 Kartons durchzuzählen und auf Beschädigung zu überprüfen, vor allen Dingen, wenn bei dem Lieferant noch nie vorher ein Fehler aufgetreten ist, sollte man den Anspruch besitzen und das trotzdem akribisch durchführen. Schließlich dokumentiert man auch persönlich, dass die Ware komplett und unversehrt ist. Eine Fachkraft für Lagerlogistik sollte darüber hinaus Grundkenntnisse im Umgang mit einem PC besitzen. Es gibt viele Lagerprogramme auf dem Markt und einige kleinere Unternehmen organisieren ihr Lager sogar mit Excel. Man muss also das eingesetzte Lagerprogramm nicht zwingend vorher kennen. Jedoch sollte man schon wissen, wie man einen PC einschaltet, was eine Maus und eine Tastatur ist und wie man sich in Windows zurechtfindet. Je nach Unternehmen helfen darüber hinaus gute Englischkenntnisse. Gerade in Firmen, wo viele Waren aus dem Ausland kommen, ist Englisch die Hauptsprache, um mit Kunden und Lieferanten zu sprechen. Fachkräfte für Lagerlogistik können nach der Ausbildung in so gut wie allen Branchen arbeiten. Die meisten arbeiten jedoch im Handel, bei den Automobilherstellern und in der Transportlogistik. Potenzielle Arbeitgeber gibt es also zu Genüge. Kommen wir aber nun mal zum Gehalt. Laut Gehaltsvergleich.com liegt das durchschnittliche monatliche Bruttogehalt einer Fachkraft für Lagerlogistik bei 2.334 Euro. Die Spanne reicht dabei von rund 1.730 Euro, vermutlich in einem kleinen Betrieb direkt nach der Ausbildung, bis hin zu 3.418 Euro mit entsprechender Berufserfahrung in einem wohlmöglich größeren Betrieb. Hier nochmal der Hinweis, dass dies gemittelte Daten aus allen Bundesländern Deutschlands sind. So beträgt das durchschnittliche Bruttogehalt einer Fachkraft für Lagerlogistik in Baden-Württemberg 2.569 Euro und zum Vergleich in Mecklenburg-Vorpommern nur 1.931 Euro. Im Mittel, also über ganz Deutschland, liegt es jedoch wie gesagt bei 2.334 Euro im Monat. Schauen wir uns doch mal zum Vergleich ein paar artverwandte Berufe wie zum Beispiel den Fachlageristen an, der eine zweijährige Ausbildung absolvieren muss. Hier liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei 2.287 Euro im Monat, also rund 50 Euro weniger. Die Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen verdient im Durchschnitt 1.939 Euro brutto im Monat und eine Fachkraft im Fahrbetrieb verdient hingegen 2.672 Euro brutto pro Monat im Durchschnitt. Fachkräfte für Lagerlogistik liegen gehaltstechnisch dementsprechend bestenfalls im mittleren Bereich. Wobei man hier auch wieder sagen muss, dass überdurchschnittliche Lageristen sich natürlich auch zu Teamleitern, Bereichsleitern etc. weiterentwickeln können und daher auch Chancen haben, ein erhöhtes Gehalt zu beziehen. Apropos Weiterentwicklung. Auch wenn Fachkräfte für Lagerlogistik grundsätzlich ein eher geringes durchschnittliches Bruttogehalt erreichen, haben sie natürlich, wie gerade erwähnt, sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, um so den Aufstieg in eine höhere Position zu ermöglichen. Da hätten wir beispielsweise die Weiterbildung zum geprüften Logistikmeister, Betriebswirt für Logistik, Fachwirt für Logistiksysteme oder den Ausbilderschein. Je nach Ausbildung und Berufsschule erhält man übrigens durch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oftmals auch die sogenannte Fachhochschulreife, die einen berechtigt, sich an einer Fachhochschule einzuschreiben und zu studieren. Damit könnte man beispielsweise einen Bachelor für Logistik und Supply Chain Management, Wirtschaftsingenieurwesen oder einen Bachelor in Spedition, Transport und Logistik machen. Natürlich auch mit anschließenden entsprechenden Masterstudiengängen. Möglichkeiten, sich weiterzubilden, gibt es also und ich rate hier auch an dieser Stelle auch jedem, diese aktiv zu nutzen, wenn ihr euch für diesen Beruf entscheidet. Wer also keine Lust hat, 8 Stunden im Büro zu sitzen, aber dennoch gerne ab und zu administrative Aufgaben übernimmt, wer körperliche Arbeit nicht scheut und darüber hinaus ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen besitzt, der kann sich gerne den Beruf näher anschauen und gegebenenfalls mal ein Praktikum machen. Wer darüber hinaus Ambitionen hat, sich nach der Ausbildung noch weiterzuentwickeln und mehr Verantwortung zu übernehmen, egal ob das über ein zusätzliches Studium oder eine Weiterbildung passiert, dem kann ich diesen Ausbildungsberuf sogar empfehlen, da er ein gutes Grundgerüst für angehende Logistiker darstellt.
Und jetzt würde mich an der Stelle mal wirklich interessieren, was ihr zu dem hier vorgestellten Beruf sagt. Habt ihr die Ausbildung bereits hinter euch? Könnt ihr anderen diesen Beruf empfehlen? Teilt mir gerne eure Meinung zu diesem Beruf in den Kommentaren mit. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion. Und damit möchte ich das Video hier auch gerne an dieser Stelle abschließen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn ihr weitere Videos vom Logistikkanal sehen möchtet, dann freue ich mich auch über ein Abo. Denkt auch bitte daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ich lade regelmäßig Videos zu allen Themen rund um die Logistik hoch. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.